Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos. Heute wird ein Update wieder reinkommen. Ab 9 Uhr werden die Server dann darum gehen für Version 11.2. Es ist mal wieder ein größeres Update. Das zweite große Update in Chapter 2. Vielleicht kommt ja irgendeine neue Waffe rein, aber auf jeden Fall wird eine Option für PC, die vor allen Dingen für PC-User interessant sein wird. Und zwar DirectX 12. Das würde ein bisschen mehr FPS und so bringen. Werde ich allerdings wahrscheinlich nachher auch nochmal ein Video zu machen. Mal schauen. Jetzt schauen wir uns den Itemshop an und wir haben heute den Leviathan wieder drin. Und der war ja wirklich Ewigkeiten hier im Shop. Ich muss kurz mal. Na, wobei, ist schon dran. Ja, der Leviathan ist wirklich schon seit unglaublich vielen Seasons, glaube ich, nicht mehr drin gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Ihr könnt ja mal gern reinschreiben, wie lang das her ist. Beziehungsweise, ich habe gerade nachgeschaut, 142 Tage ist der jetzt schon nicht mehr im Shop gewesen. Das ist fast ein halbes Jahr. Und es ist schon wirklich eine lange Zeit. Früher war der richtig beliebt und dann dachten alle irgendwie, das wäre ein Live-Event-Skin und irgendetwas Besonderes mit dem Skin. In Wirklichkeit ist es aber nur ein ganz normaler Skin. Dann gibt es dazu die globale Hacke, die Karl-Marx-Keule. Das heißt, im Prinzip hat er eigentlich nur eine Spitzhacke, weil die andere hier nicht zu einem Set gehört. Allerdings wurde hier die trotzdem irgendwie zum Skin dazugepackt. Und dann noch die Planetensonde. Ist eigentlich auch ein relativ cooler Gleiter. Dann haben wir den Panda-Beauftragten. Ist eigentlich ein ziemlich nicer Skin. Finde ich so eigentlich mit einer der besten Panda-Skins. Allerdings ist auch wieder 2000 V-Bucks, was immer ein bisschen viel für die Panda-Skins ist. So ein legendärer Skin mit so einem relativ schlichten Backpack und relativ schlichter Skin. Weiß ich aber nicht so, ob es den Preis wert ist. Dann der extrem breite Wukong hier. Also wirklich, um normal zu zocken, auch hier die Fahnen sind viel zu riesig. Auch die Hose viel zu breit. Da kann man ja gar nicht mehr um den Skin herumschauen. Auch wenn er cool aussieht, aber trotzdem nicht wirklich gut. Dann die Jingo Bang Spitzhacke, die auch etwas reaktiv ist. Und zwar, umso öfter man schlägt, umso stärker fängt ihr das Leuchten an. Ich glaube, das war sogar früher mal noch krasser, wobei das eigentlich gerade wieder normal ist. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo die Spitzhacke verbuggt war und wo im Prinzip das fast gar nicht funktioniert hat, das Reaktive. Dann der Speerranger, ein grüner Skin, auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Fußwahnsinn. War auch, glaube ich, schon relativ lang nicht mehr im Shop drin. 178 Tage ist er auch schon nicht mal im Shop. Ist auf jeden Fall auch relativ krass. Emotes sind ja meistens etwas seltener als Skins, aber selbst für ein Emote ist das schon relativ gut. Und dann hier rasender Ansturm, also der Naruto Run, glaube ich, als Fortbewegungs-Emote. Dann Hampelmann. Als nächstes haben wir die Prisma-Rand-Lackierung passend zur Spitzhacke, die auch gestern im Shop war. Sieht eigentlich ziemlich cool aus mit diesem Prisma-Effekt. Animiert auch hier so natürlich ein bisschen so nach oben geht. Dann haben wir den Fährtenleser heute drin. War ja früher mal auch ein super, super seltener Skin, der mittlerweile allerdings tatsächlich auch schon 229 Tage nicht mehr im Shop war. Also heute tatsächlich ein paar mehr Skins, die wirklich selten im Shop waren. Vor allen Dingen, warum steht dann hier nicht auch wieder da, wenn er noch seltener ist als der Skin? Nun gut, muss er nicht verstehen. Ist aber auf jeden Fall auch ein ziemlich seltener Skin. Hat jetzt allerdings auch nichts wirklich Besonderes. Na, weil jetzt ist noch den ins schwarze Skin. Ist ein ziemlich cooler Skin. Ja. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.